Wir alle kennen sie doch. Clowns. Eigentlich sollen sie uns ja unterhalten, aber nicht jeder freut sich über ihren Anblick. Dies kann so weit gehen, dass die Menschen bei dem Anblick oder der Anwesenheit dieser regelrecht panisch werden. Als Keurophobie wird die krankhafte Angst vor Clowns bezeichnet. Laut einer Studie finden Kinder Clowns nicht immer lustig. Einige haben große Angst vor ihnen. Selten ist diese Angst auch bei Erwachsenen anzutreffen. Daher habe ich heute für euch Geschichten zusammengesucht, die eventuell einen Aufschluss über die Gründe für diese Angst geben können oder diese vielleicht auch nur noch größer werden lassen. Hier ist euer Montgomery mit 10 gruseligen Clown-Geschichten. Nummer 10. Das Union Screaming House. Im Mai 2001 zogen Steven LaChance und seine drei Kinder in ein großes antikes Haus in Union, Missouri. Während der nächsten Wochen wurden Steven und seine Kinder von mysteriösen Wesen und unerklärbaren Phänomenen geplagt. Beispielsweise haben sie eine dunkle, mysteriöse Figur eines Mannes gesehen, die in verschiedenen Ecken des Hauses lauerte. Stevens jüngster Sohn sah allerdings etwas viel Angsteinflößenderes. Einen dämonischen Clowngeist, der durch den Flur ging. Letztlich zog die Familie aus dem Haus aus. Steven nahm sich hierbei vor, jede Familie, die vorhatte, in das Haus zu ziehen, zu warnen. Die mysteriösen Ereignisse wurden später im Discovery Channel ausgestrahlt. Nummer 9. Sotheby's stinkender Geist. Frederick Sotheby war ein tschechoslowakischer Clown, der im 19. Jahrhundert nach Liverpool zog. Er beging tragischerweise Selbstmord, sein Geist jedoch blieb und verfolgt seit jeher ahnungslose Kinder. Im Dezember 2002 wurden der 13-jährige Thomas und dessen kleiner Bruder Aaron aus dem Schlaf gerissen, als sie ein hallendes Lachen hörten. Als sie ihre Augen öffneten, erblickten sie eine haarsträubende Gestalt in ihrem Zimmer. Angezogen mit einem braunfarbigen Ganzkörperanzug, zeigte die eine Hand des Clowns auf seinen Bauch und die andere in Richtung der Kinder. Sein Gesicht wird als bizarr beschrieben, mit einer langen, krummen Nase, hohlen Augenhöhlen, wie bei einem Skelett und einer Menge Make-up, das den Mann unkenntlich machte. Zeugen berichten auch von einem stinkenden, süßlichen Geruch, welcher von dem Geist ausgeht. Nummer 8. Clouzot der Clown. Amon Paul Carlock Jr. war ein berühmter Clown aus Springfield, Illinois. Unter seinem Künstlernamen Clouzot der Clown unterhielt er unzählige Sonntagsschüler und Waisenkinder aus Ländern wie Mexiko und den Philippinen. Im Juni 2007 landete Carlock nach einem Clownsauftritt in einem Waisenheim auf den Philippinen am San Francisco International Airport. Als er von Mitarbeitern der Einwanderungsbehörde untersucht wurde, fanden sie auf seinem Laptop und seiner Kamera Nacktfotos von kleinen Jungen, von denen einige nicht mal bemerkten, dass sie fotografiert wurden. Gegen Carlock wurde ein Haftbefehl erlassen. Schließlich fanden die Behörden 21 pornografische Filme von Kindern bei ihm zu Hause. Drei Jungs aus dem Haus der Freude sagten später aus, dass Carlock sie belästigt habe. Clouzot der Clown verschaffte sich Alibis, die ihn jedoch nicht vor der Verurteilung wegen Besitzes kinderpornografischer Inhalte retten konnten. Carlock starb, nachdem er von einem Security Officer getötet wurde. Nummer 7. Der West Palm Beach Mörder. Im Mai 1990 öffnete Marlene Warren die Tür ihrer Residenz in Wellington einem unerwarteten Besucher, einem Clown, der einen Blumenstrauß und zwei silberne Ballons in den Händen hielt. Dieser erschoss sie mit einem 38er Revolver. Erste Untersuchungen ergaben zwei mögliche Täter, Michael Warren, den Ehemann, und die 27-jährige Sheila Keen. Beide bestritten die Vorwürfe. Es gab zwar Beweise dafür, dass die beiden den Mord zusammen ausgeführt hatten, jedoch nicht genügend, um sie zu verhaften. So bleibt die Identität des Clownmörders bis heute unbekannt. Nummer 6. Clown-Kidnapper. Von den 80er Jahren bis zu den frühen 90ern verkleideten sich Kinderschänder als Clowns und terrorisierten einige Städte in den USA. Ein Zwischenfall ereignete sich im Mai 1981, als ein Polizist aus Brooklyn bemerkte, dass ein Van immerzu vor einer Schule stand. Eine Gruppe von Clowns soll sich in dem Wagen versteckt und Kinder mit Süßigkeiten zu ihnen gelockt haben. Die letzte Sichtung wurde in Chicago gemacht, als eine Gruppe im Jahre 2008 die Polizei alarmierte, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein als Clown verkleideter Mann versuchte, Kinder mit Luftballons in seinen Van zu locken. Nummer 5. Comanche Road Mystery.
Im September 2004 fuhren Eric Dow und seine Frau Cherise mit ihrem Wohnwagen durch Comanche, Iowa. Alles lief problemlos, bis sie eine merkwürdige Sichtung vor ihnen machten. Mitten auf der Straße lagen Dutzende, gruselig aussehende Ronald McDonald-Puppen. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr mittags. Ein freiwilliger Feuerwehrhelfer sagte, dass er noch 2 Stunden vorher auf der Straße gefahren sei, die Puppen aber nicht da gewesen wären. Erics Frau vermutete, dass es ein Trick von Entführern war, um Frauen aus ihrem Auto zu locken. Die Puppen waren am nächsten Morgen spurlos verschwunden. Nummer 4. Vincent Hitchcock. Benannt nach den 2 Legenden des Horrorgenres, Vincent Price und Alfred Hitchcock, ist dieser Clown eine Spielzeugpuppe und ein Geist in einer Person. Renee, eine Immobilienmaklerin aus Oregon, sah die Puppe zum ersten Mal bei einer Online-Auktion und als Liebhaberin gruseliger Dinge ersteigerte sie diese für $500. Kurz nachdem sie die Puppe an den vorgesehenen Ort brachte, begann sie, merkwürdige Ereignisse wahrzunehmen. Des Öfteren verschwand die Clownpuppe von ihrem Standort, nur um an anderen Orten wieder aufzutauchen. Renee sagte, dass sie die Puppe einmal mit beiden Armen in die Luft zeigend aufgefunden hätte. Ein in der Nähe der Puppe stehendes Aufnahmegerät nahm eine dunkle männliche Stimme auf, die andauernd die Worte "Wach auf!" wiederholte, obwohl sich niemand im Raum befand. Nummer 3. Die Clownstatue. Legenden zufolge wurde eine Teenagerin von einer reichen Familie aus Kalifornien als Babysitterin angestellt. Die Eltern gingen zu einem Abendessen und sagten der Babysitterin, dass sie ruhig fernsehen könne. Das Mädchen wollte fernsehen, fand die lebensgroße Clownpuppe, die im Fernsehzimmer platziert war, jedoch so unheimlich, dass sie die Besitzer anrief und fragte, ob sie die Puppe für den Abend mit einem Tuch bedecken könnte. Überrascht antwortete ihr das Ehepaar, dass sie sofort die Polizei rufen solle, da sie keine Clownspuppe besäßen. Verschiedene Versionen der Geschichte beinhalten unterschiedliche Details, aber die Moral ist immer dieselbe. Nimm dich in Acht vor Clownstatuen. Nummer 2. Der Harlekin. Der Harlekin wird oft als androgynes Wesen mit weit geöffneten und dunklen Augen, langen Gliedmaßen und einer extrem weißen Hautfarbe beschrieben, ähnlich wie beim Slenderman. In den meisten Fällen erscheint er nur Kindern im Alter zwischen 5 und 6 Jahren. Dan Mitchell, der gerade mal 5 Jahre alt war, als der Harlekin ihm begegnete, beschrieb die Kreatur als sehr dünn. Außerdem soll sie einen Dampf, der nach frischem Regen roch, abgesondert haben. Das Wesen stieß auch ein teuflisches Lachen aus, das jedem, der es hörte, einen kalten Schauer über den Rücken liefen ließ. Karen Davis wiederum erzählte, dass sie eines Abends aufwachte und der Clown am Bett saß und sie beobachtete. Und die Nummer 1. Pogo der Clown. Der Serienmörder John Wayne Gacy war für die Vergewaltigung und Tötung von 33 Jungen und jungen Männern in den Jahren 1972 bis 1978 verantwortlich. Bekannt wurde er als Pogo der Clown, da er in einem selbstgenähten Clownkostüm Straßenfeste besuchte, um die Kinder zu unterhalten. Die Tatsache, dass er die meisten Opfer unter seinem Haus vergrub, war der Grund, dass er so viele Menschen töten konnte, ohne dass ein Leichenfund jemanden auf seine Spur geführt hätte. Bis heute sind noch nicht alle Opfer Gacys identifiziert. Man vermutet ohnehin, dass er noch mehr Morde begangen hat, zum Teil auch in anderen Bundesstaaten. Der Killer-Clown erhielt einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für die längste Strafe, die über einen Serienmörder verhängt wurde. Er erhielt 21 Mal lebenslang und 12 Mal die Todesstrafe. 1994 wurde er hingerichtet. Das war's mal wieder für heute, meine Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen fürs Zuhören und fürs Zusehen. Es ist 2 Uhr morgens und ich frage mich, was ich mir dabei gedacht habe, dieses Video jetzt zu erstellen. Ich hoffe mal, ich war nicht der Einzige, der sich hier so oft umgedreht hat. Ansonsten habt alle noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wie auch immer. Bis zur nächsten Woche, euer Montgomery und tschüss.